Guten Morgen allerseits und willkommen zu einem neuen Vlog. Wie ihr sehen könnt, es ist Pancake Time. Das heißt, es ist Sonntag. Wir machen Sonntag jetzt immer Pancakes. Was guckst denn du so skeptisch? Ist mit den Pancakes etwa was nicht in Ordnung? Ich habe die heute zum ersten Mal mit Dinkelmehl gemacht. Bin noch nicht so ganz überzeugt. Die backen irgendwie dadurch viel mehr an. Das sieht doch gut aus. Aber langsam habe ich das Pancake-Game echt raus. Hätte ich nur eine bessere Pfanne. Ich halte die hier immer warm. Um 50 Grad im Ofen. Fertig. Sehr gut. Voll die Schönheiten. Ich habe mich gerade ein bisschen fertig gemacht, total unnötigerweise, weil das Einzige, was heute ansteht, ist dieses Tapezieren. Ich denke, das wird den Tag füllen und ich wollte noch zu Ramiro, wenn die Zeit reicht, und mit ihm ein bisschen spazieren gehen. Als erstes stellen wir hier alles weg, damit die Wand frei ist. Also brauchen wir Hähne. Ich brauche deine Manneskraft. Nee, Muskelkraft. Warte, Manneskraft könnte... Okay. Wieder schlecht drauf? Nein, ich bin sehr gut drauf. Du darfst nicht schwer heben. Ich schaff das schon. Baby, come on, es sind zwei Schritte. Es ist schlecht für die intraabdominelle Compression. Ich finde das sehr bevormundend. Nein. Doch. Nein. Nein, ich bin zu schwer geworden. Ich habe euch im Vlog ja noch gar nicht das Mobilier gezeigt. Ist das nicht unfassbar süß? Das ist handgemacht von Etsy. Ich habe sehr lange drauf gewartet, ich glaube 4 Wochen, aber es hat sich gelohnt. Ich denke mir nur, das Baby guckt ja so, wenn es auf dem Rücken liegt, da drauf, und irgendwie muss man das so aufhängen, dass es etwas seitlich von unten da drauf guckt, damit es die schönen Formen auch erkennen kann. Aber wir haben beide in unseren schlauen Ratgebern gelesen, dass Mobilis ganz toll sein sollen für Babys, weil die so viel auf dem Rücken liegen und sonst nur in die Decke starren und nur weiß sehen und das langweilig ist. Was für mich ziemlich Sinn macht. Deswegen glaube ich, werde ich noch ein zweites kaufen. Of course. Ganz ehrlich, du hast bisher nichts fürs Baby bestellt, außer dass das ist das, was Henrik in dieser ganzen Zeit für unseren Sohn angeschafft hat. Ganz ehrlich, du hast so viel anderen Kram bestellt, ich hatte überhaupt gar nicht nötig, irgendwas zu kaufen. Wir haben gemeinsam Dinge gekauft. Auch schon Kleidung. Fängt schon an. Mental Load nennt sich das. Wird meistens von den Frauen getragen. Davon fangen wir überhaupt nicht an, du hast überhaupt gar keine Ahnung, was du da redest. Gib mir das. So gemobbt hier, es ist unglaublich. Der hat mich heute auch schon mit dem Patsy-Ball beworfen. Eine schwangere Frau, verdammt. Kann ich da nichts für, wenn du das nicht hast. Oh, schwanger! Ach! Ach! Ja, ach! Immer deine Ausrede für alles, ja? Aber wenn es mal darum geht, dass du irgendwas nicht machen kannst, weil worauf du trotzdem Lust hast, dann heißt es immer, ah, ich bin doch gar nicht so schwanger, ich kann das alles. Ist die nicht schön? Jetzt schauen wir nur, ob die richtig geliefert wurde. Also das sieht passend aus. Ja, guck, das passt doch hier auch. Ja, die Farben sind auch so schön. Ich finde sie noch schöner in echt als im Internet. Und ich habe für die gegenüberliegende Wand auch noch so Wandsticker. Ich weiß aber nicht, ob wir die heute schon dran machen. Das sind die hier. So. Leg die doch quer. Der Moment ist gekommen. Wie getütet. Yeah. Oh mein Gott, du machst das so gut, Schatz. Du machst das so gut. So, jetzt sind wir hier ungefähr gleich. Habe ich auch endlich mal eine Verwendung für dieses Ding. Oh, guck mal! Das schließt es voll gut. Aber warum so viele? Was franzt du das so aus? Geht nicht. Hm?
geht nicht. Du hast es ja ausgesucht. Es ist geschafft! Unsere allererste Tapete. Oh, liebe, so herzlich süß. Klein Tierchen. Voll cool. Ich bin ein bisschen stolz auf uns. Ja, man sollte niemals unterschätzen, was man selbst mit Hilfe von YouTube-Tutorials nicht alles machen kann. Oh ja, ich habe dadurch stricken gelernt. Schreibt mal in die Kommentare, oh, das wäre richtig spannend. Was habt ihr durch YouTube-Tutorials in eurem Leben gelernt? Zeige euch mal das Zwischenergebnis. So schaut es jetzt hier aus. Es ist mittlerweile auch 17:45 geworden. Stall schaffe ich heute nicht mehr, weil wir morgen echt früh raus müssen. Ich mache es mir jetzt hier noch gemütlich. Vielleicht überrede ich sogar Henrik, mit reinzukommen. Und dann sehen wir uns morgen wieder und gehen zusammen Kindermorgen shoppen. Guten Morgen, wir sind ready to go. Die Sonne geht gerade auf. Outfit für heute. Boots, mein uralter Rucksack. Das war Barbaras Gehirnfurz, die Kamera hier hinzustellen. Ich bin wieder um 5 Uhr morgens wach geworden und ich bin so voller Energie. Es ist unfassbar. Ich bin so gut gelaunt. Ich will für immer diese Hormone haben. Es ist so geil. Wirklich. Dann müssen wir aber früher ins Bett gehen. Wir sind gerade angekommen und es fällt mir wirklich schwer, mich hier zu konzentrieren. Das ist so ein wunderschöner Laden. Bibi Kochs heißt der, in Düsseldorf ist das. Schon seit, weiß ich nicht, wie viel Generationen im Familienbesitz. Richtig schön. Ja, vielen, vielen Dank, dass wir hier vor Geschäftsöffnung auch drehen können. Ich muss sagen, wir haben die ganze Auswahl mit dem Kinderwagen echt vor uns hergeschoben. Es prasseln so viele Meinungen auf einen ein und ich glaube, so geht es irgendwie allen werdenden Eltern, uns halt genauso, die Freunde, Familie, Bekannte und ihr halt auch in den Direct Messages haben so viel empfohlen und so viele verschiedene Modelle und da kann einem echt der Kopf platzen. Man will ja auch irgendwie sicher gehen, dass das für einen passt, weil die sind ja durchschnittlich doch etwas hochpreisiger. Also haben wir gedacht, lassen wir uns einfach mal beraten. Und unser erster Tipp ist wirklich, schaut, dass der Kinderwagen zu euch, zu eurem Lebensstil passt und nicht, dass es jetzt irgendwie genau der ist, den die beste Freundin hat, sondern es muss zu euren Lebensumständen passen. Damit die Auswahl auch ein bisschen leichter fällt, lassen wir euch in der Infobox eine Checkliste. Und zwar schaut ihr euch die am besten gemeinsam mit eurem Partner, mit eurer Partnerin zu Hause schon mal an. Vielleicht tauchen dann auch schon Fragen auf. Richtig, weil das ist ganz praktisch. Dann habt ihr nämlich die Fragen schon vorher im Kopf, bevor ihr zum Handel in das Beratungsgespräch geht. Und apropos Beratungsgespräch. Hallo, Dominik. Ja, hi. Zu dir kommen ganz viele Eltern und sind alle wahrscheinlich, so wie wir, ein bisschen überfordert. Was das ist die Frage, die wir am meisten stellen? Wir brauchen Kinderwagen. Welcher Kinderwagen ist für uns richtig? Deswegen stellen wir immer so ein paar Fragen euch, damit wir ungefähr so eine Vorstellung haben. Wie nutzt ihr den? Weil das ist ja so unterschiedlich. Ne? Ja, dann fangt doch mal an, oder? Ja. Also, erste Frage ist, wo wohnt ihr? Also mehr ländlich. Ja. Okay. Und wir sind viel auf Feldern unterwegs. Viel auf Feldern, alles klar. Das ist und schon generell auch viel unterwegs. Also wir gehen gerne viel spazieren, überlegen uns auch noch einen Hund zu holen. Wenn ihr zu Hause ankommt, ist kein Problem, es im Hausflur irgendwo hinzustellen, den Kinderwagen. Oder irgendwie, das ist auch, ihr müsst auch nicht mehrere Etagen jetzt hoch. Damit, Nee. Und wir haben auch ein großes Auto. Also Kofferraum ist auch kein Problem. Alles klar. Könnt ihr von zu Hause auch den Kinderwagen einkaufen fahren oder nehmt ihr eher das Auto dann? Ich würde eher das Auto nehmen. Okay. Da würden mir jetzt eigentlich 3 Kinderwagen so spontan einfallen, die ich euch gerne zeigen würde. Ich bin gespannt. Jawohl, okay. Nehmen wir dann mal hier den Cybex. Mhm. Cybex hat an allen 4, sag ich mal, Rädern eine Federung, die auch wichtig ist jetzt für Offroad. Die Federung ist jetzt nicht besonders weich. Aber man kann vorne ein Outdoor-Rad dran machen. Ich nehme ihn mal raus. Kann man ihn einfach mit einer Hand so zusammenklappen. Das sind bei dem eigentlich ganz schön. Sehr praktisch. Oder er hat einen Getränkehalter. Ja, also wir haben jetzt hier einen, der ist wirklich sagen, ideal jetzt für Offroad. Ich habe diese 4 festen Räder mit mal extrem weiche Federung. Ja.
Das ist wirklich toll. Wenn man den jetzt zusammenklappt, hat er natürlich eine gewisse Größe. Ich finde den vom Design her eigentlich ganz cool, aber ich finde, er wirkt auch sehr breit. Was man machen kann, aber das macht man nicht täglich, man nimmt dann diese Reifen ab und setzt sie so drunter. Okay, das kann man machen, das ist genau. Nee, hier passt mir auch nicht, dass ich den nicht so wenden kann mit einer Hand. Nummer 3. Genau, Nummer 3. Also da glaube ich, der trifft einiges von euren Bedürfnissen, die ihr so habt. Er ist ein Wagen, der große Räder hat, was schon mal super ist für Outdoor. Ja. Theoretisch kann man auch ein zweites Kind damit transportieren. Also er ist auch als Geschwisterwagen oder als Kleinwagen zu nutzen. Mhm. Aber vor allen Dingen, wenn es darum geht, wirklich Outdoor zu fahren, hat man nochmal eine zusätzliche Federung. Also man kann es einstellen. Nimmt man ein Bar, nimmt man anderthalb Bar. Was ich schön finde, dass er hier im Verdeck einen Reißverschluss hat, dass man es quasi runtersetzen kann. Mhm. Ja, wenn einfach die Sonne vielleicht ein bisschen tiefer steht oder wenn es mal windig oder regnet, kann man das ist gut geschützt. Auch hier, das ist echt toll, super Belüftung. Mhm. Und nicht nur da, man kann es noch weiter aufmachen, dass das Kind auch mal auf dem Bauch liegen kann und was sehen kann. Hat auch einen schönen Sportwagenaufsatz, so nennt man ja das. Das gefällt mir. Ein Tipp auch an euch, also was wirklich schön ist, wenn die noch in der Wanne sind und irgendwann nach 6, 7, 8 Monaten aus der Wanne rauskommen, am besten immer direkt so, dass ihr das Kind anschaut, also im Gegensatz zur fahrtrichtigen Sportwagen einsetzen. Ah ja, das habe ich auch irgendwo gelesen. Kann man die denn... Genau, kann man umdrehen, aber es ist schön, weil man hat da einen Kontakt zum Kind, man sieht die Reaktion, hat also den Vorteil, dass es keine Reizüberflutung bekommt. Einen Tipp habe ich noch, wir haben ja ganz viele süße Babys, die auch ganz lieb sind. Hier haben wir einen. Und wenn ihr das ausprobiert, dass ihr dann auch einfach das mit in die... in die Wanne reinlegt und das dann auch austestet. Ne? Wie fährt er sich mit Kind? Das hat jetzt auch schon ein paar Kilo. Prüft es, ob das für euch okay ist. Das ist eigentlich ein ganz guter Tipp, dass ihr es richtig ausprobiert, dass ihr den Kinderwagen zusammenklappt, schiebt, um ein Gefühl zu kriegen, ob das der richtige für euch ist. Das ist er. Das ist der dritte, den wir im Laden getestet haben. Der Jules Geo 3, allerdings in einer anderen Farbe. Was ich auch sehr sympathisch fand bei Jules, ist, dass die Stoffe aus nachhaltigen Materialien bestehen. Also zum Beispiel, der Kinderwagen ist aus recycelten PET-Flaschen, was ich echt cool finde, weil es werden täglich weltweit Millionen von diesen Plastikflaschen weggeworfen und das ist eigentlich eine gute Ressource für verschiedene schöne Dinge, wie eben einen Kinderwagen. Und worüber ich mich echt freue, ich habe doch noch am Ende meinen Becherhalter bekommen. Ein paar Accessoires zeige ich euch auch noch, die haben wir mitgenommen. Das ist einmal sein Laken, ein kleines LED-Licht, Regenverdeck und Geländeräder. Das finde ich auch zu cool, Geländeräder für den Boxenstopp und der Sportsitz. Ja, der ist ja dabei. Also. Ja, aber es ist trotzdem ein cooler Name, ich wollte sagen Sportsitz. Und generell ganz wichtig, hatten wir eingangs schon gesagt, das ist eine Entscheidung, die müsst ihr für euch selber treffen, nicht einfach nachkaufen oder so. Egal, auch uns nicht. Genau. Der passt für uns perfekt, kann aber auch sein, dass für euch anders ist. Ihr habt ja auch das Verkaufsgespräch gesehen, ist dann ja ungefähr so, was auf euch zukommt. Und apropos Jules, mit der Marke haben wir auch noch auf Instagram eine richtig geniale Verlosung ausstehen. Die kommt jetzt in den nächsten Tagen, also hier, ihr könnt uns schon mal folgen und wachsam sein, wird auf jeden Fall richtig super. Ich freue mich so, dass wir einen Kinderwagen haben, endlich. Oh, es wird alles so viel realer irgendwie in den letzten Tagen, Wochen. Ah! Vollkommen. Wir kriegen bald ein Baby. Es geht in den Endspur. Ne? Das ist wirklich verrückt. Absolut verrückt. Immer noch. Hallo. Es ist wieder Wochenende. Ich kann es kaum glauben. Die Woche ist irgendwie so verflogen. Henrik und ich waren gerade bei der Post und einkaufen. Und Henrik musste jetzt noch einmal zur Post fahren, weil bei der Post, bei der wir waren, das System irgendwie kaputt war und man konnte nichts abschicken. Und er hat sich höllisch drüber aufgeregt. Ihr kennt ja Henrik. Das ist toll, jetzt muss ich hier durch die ganze Gegend gurken zur anderen Post. Die ist halt leider wirklich ein bisschen weit weg, genau am anderen Ende. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass die Einkäufe erledigt sind, weil mir das irgendwie so im Nacken lag. Morgen hat Henriks Papa Geburtstag und wir haben uns bereit erklärt, halt so die Snacks für den Umtrunk zu Hause fertig zu machen und mitzubringen. Und danach gehen wir richtig essen. Ich habe voll die ungesunden Sachen mitgenommen, aber sowas geht halt immer total gut. Oh, aber wir haben auch Obst. Schaut mal, Weintrauben, Salzstangen und gesalzene Nüsse. Naja, Ketchup und Senf, das kommt nämlich auf die Veggie-Frikadellen. Die sind jetzt aber im Kühlschrank. Ich habe im Kühlschrank sowieso noch ein paar Sachen hinten gelassen.
Zeige ich euch jetzt nicht, aber dafür sind auch die Spieße und die Geburtstagskarte. Wir haben sowieso so einen süßen Präsentkorb für ihn. Da konnte ich sogar noch meinen alten IKEA-Korb für recyceln. Also es ist eigentlich ganz viel so an Essen, Trinken, Gewürze. Haben wir von Just Spices bestellt. Tee und Schokolade. Bisschen was an so Körperpflege, Wein. Sein liebstes Olivenöl, das ist aber auch wirklich sehr, sehr gut. Kaffee ist, glaube ich, auch dabei. Und ich mache jetzt gleich hier die Karte fertig. Da wollten wir nämlich noch so Gutscheine reintun für Hallenstunden beim Tennis. Ich fand die Karte irgendwie sehr schön. Das beste Alter ist jetzt. Ja, dann war ich noch bei DM. Zeige ich euch auch mal eben schnell. Ich habe meinen Eisensaft mitgenommen. Das sind so kleine Shots, die nimmt man dreimal täglich. Und ich tue den immer in den Kühlschrank, weil der ziemlich süß ist. Und es schmeckt einfach so lecker. Ich freue mich über jedes Mal, morgens, mittags, abends, wenn ich den trinken kann. Ja, ich habe mal das hier zum Probieren. Das ist ein Schwangerschaftstee. Ich hatte jetzt auch einen von DM Bio, glaube ich. Aber irgendwie ist der sehr nichtssagend. Dann zwei Dinge, die ihr mir nämlich empfohlen habt. Kompressen für wunde Brustwarzen. Sollen kühlend und beruhigend wirken. Oh, ich habe mir übrigens auch diese Silberhütchen bestellt. Das haben mir nämlich auch so viele geschrieben. Und immer wenn so viele etwas schreiben, denke ich mir, okay, da ist was dran. Und dann lasse ich mich von euch influenzen. Also das funktioniert auch sehr gut in die andere Richtung, nur damit ihr Bescheid wisst. Und das sind so Stilleinlagen. Haben mir auch ganz viele Leute gesagt, die werde ich brauchen. Wäre ich never ever drauf gekommen von alleine. Ich wusste nicht einmal, dass es sowas gibt. Naja, und dann habe ich nur Spülmaschinen-Tabs und habe mich richtig geärgert, weil ich eigentlich schon längst so ein Abo bei Everdrop machen wollte. Ich habe das selbst schon so oft beworben und habe selbst kein Abo sowieso. Ich bestelle das immer so und eigentlich ist das Quatsch, weil die Abos wirklich gut sind. Deswegen ist das jetzt das Nächste, was ich gleich mal machen werde, so ein Abo abschließen. Wie ihr sehen könnt, habe ich es wieder nach Hause geschafft. Hat natürlich zimmer so lange gedauert, wie erwartet. Technische Schwierigkeiten, bla bla bla, musste zu anderen Postmann, super nervig, aber es ist alles geschafft und ich bin ganz guter Dinge und reg mich auch nicht auf über Sachen, die ich sowieso nicht ändern kann und die schon längst passiert sind. Das wäre gar nicht so mein Fall, naja. Und außerdem hat Barbara gesagt, ich soll jetzt den Vlog beenden, also beende ich den Vlog. Insofern sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis dann.